Hallo und damit herzlich willkommen zu dieser kleinen LS19 Alpine DLC Fahrzeug- und Gerätevorstellung. Wir hatten am Samstag gestern bei Giants die Möglichkeit, euch die Vorabversion des Spiels zu capturen. Und da habe ich mir gedacht, neben der Map-Vorstellung, die ja vor uns schon rausgekommen ist hier, gehe ich mal mehr auf den Fokus der Fahrzeuge und habe mir alle Fahrzeuge mal im Detail angeschaut. Und diese möchte ich euch jetzt hier vorstellen. Deswegen würde ich sagen, quatschen wir nicht so lange und ja, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Angefangen habe ich hier mit dem Bührer 6105, der Oldtimer, der hier im Alpine DLC mit vorhanden ist. Kostet standardgemäß 39.000 Euro bzw. 2.000 Euro. In der Anschaffung, ihr seht, 100 PS Leistung, 90 Liter Benzin-Diesel, 32 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Wir haben zwei Config-Blöcke, einmal Reifenhersteller und die Reifenvariante. Alle haben wir Michelin-Bereifung bzw. Trelleborg, Michelin und Midas. Trelleborg gibt es einmal als Breitreifen und als Standardbereifung. Können wir hin und her schalten, ganz im klassischen Sinne. Bei Michelin haben wir nur Breitreifen und bei Mitas haben wir nochmal Standard- bzw. Breitreifen mit dazu. Tja, das war jetzt einmal der Sound. Das Ganze sieht dann in der Nacht dann dementsprechend auch mal so aus. Das werden wir, dieses Konzept werden wir jetzt überall sehen. Das habe ich für euch gemacht. Ich synchronisiere das ja gerade nach, deswegen wundert euch da bitte nicht. Na, also so sieht das Ganze hier bei Nacht aus. Das ist immer das gleiche Schema. Wir schauen uns den Shop an, wir hören uns den Motorsound an. Dann schauen wir uns das Ganze bei Nacht an und dann fahren wir auch mal eine kleine Runde. Beziehungsweise schauen uns hier noch den Innenbereich an. Und ihr seht, das Ganze sieht doch schon recht schick schön aus, muss man sagen. Ich hoffe, es kommt auch mehr oder weniger so auf YouTube irgendwie rüber, aber die Texturen sind wirklich sehr, sehr knackig, da kann man weniger dagegen sagen. Jetzt fahren wir, oder fahre ich in dem Sinne einmal hier mal ein bisschen rum. Ihr genießt einfach mal den Sound. Ne? Und da seht ihr schon, ja, funktioniert halt. Ist halt ein Traktor, logischerweise, ne, im ganz klassischen Sinne. Von daher auf jeden Fall schick schön und ich glaube, das wird der Lieblingstraktor der Spieler werden aus diesem DLC. Hube haben wir natürlich auch. Weiter geht's mit dem Rigitrag SKE 50 Elektrik, also den ersten Elektrotraktor im LS19. Kostet 49,5 in der Anschaffung, 2524 im Leasing. Wir haben 68 PS Leistung, haben eine Batterie von 80 Kilowatt und 40 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit. Auch hier stehen uns wieder zwei Config-Blöcke zur Verfügung, einmal Reifenhersteller und Reifenvariante sowie die Hauptfarbe, die wir ändern können. Den Reifenherstellern haben wir hier Trelleborg, einmal mit der Reifenvariante Standard und Zwillingsbereifung. Bei Michelin ebenso Standard und Zwillingsbereifung mit dazu und bei Midas gibt es nur Standard. Farbauswahl seht ihr hier, ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ist auf jeden Fall ein niedlicher Sound, aber okay, es ist ein Elektrotraktor. Was will man da also großartig auch mit erwarten? Ihr seht, Licht ist aber en masse mit da. Also wenn ihr nachts arbeitet, solltet ihr da erstmal weniger Probleme haben, den Überblick zu verlieren. Ansonsten Blinker und Umleuchte habe ich in dem Fall vergessen, sorry. Funktioniert aber auch. Ansonsten Blinker und die ganzen Arbeitsleuchten, die funken soweit ohne Probleme. Jetzt ist natürlich der Fahrtsound bei diesem Elektrofahrzeug etwas Besonderes, aber erstmal hier der Innenbereich. Wir haben ein kleines Dach, wir haben Armaturen, alles halt, wie man es halt so kennt. Und ich hoffe halt wirklich, es kommt, ihr habt es gerade gesehen, da ist jetzt gerade ein bisschen was weggeglitscht. Ist halt noch eine Preview-Version, sollte man dazu sagen. Na, aber ihr seht hier, das Ganze funktioniert und hier der Motorsound. Es ist natürlich typisch, könnte man fast sagen, ein gewisses Gejaule oder Gejäule. Das muss man durchaus mögen, ohne Frage.
Aber ja, es ist in dem Sinne gut umgesetzt. Ihr seht auch rechts bei der kmh-Anzahl, da ist nicht mehr das Tanksymbol, sondern das Batteriesymbol, was Giants auch gesagt hat. Also das Ganze läuft halt über Strom und ihr müsst das auch an der Ladesäule, die schauen wir uns dann zum Ende an, halt einfach aufladen. So sieht das Ganze nochmal hier im Innenbereich aus. Ja, ganz klassischer Fall. Vorne die Armaturen sind logischerweise auch alarmiert, trifft aber auch bei allen Fahrzeugen zu. Das nur im Allgemeinen so vorweg. Also das Ganze passt. Schicke Sache, schöner Elektrotraktor, wenn auch mit wenig Leistung. Weiter geht's mit dem Rigitrak SKH75. Das ist dann die nächstgrößere Stufe. 110 PS, 90 Liter Diesel, 25 Liter Blue, 40 km/h für 82,5 in der Anschaffung, 4,2 im Leasing. Drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und der Frontladeranbau. Auch hier können wir die Hauptfarbe wechseln. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier Michelin mit der Standardbereifung mit eingestellt. Das Ganze gibt es auch noch als Zwillingsbereifung. Frontlader, ja, nein. Bei Mitas haben wir auch Standard- und Zwillingsbereifung. Und mehr als Michelin und Mitas gibt es bei den guten auch gar nicht. Farbvariante seht ihr hier, gibt es auch nicht wenig. Dann gehen wir einmal hier weiter, da habe ich nämlich leider kein Dings, habe ich aus Versehen übersprungen. Ich bin halt blöd. Gehen wir hier zu den Abi, TC 281 Plus, 109 PS, 90 Liter Diesel, 40 km/h Max-Speed, 92 in der Anschaffung, 4692 im Leasing. Auch hier Reifenhersteller, Reifenvariante als Config-Blöcke zur Auswahl. Ebenso können wir hier wieder die Hauptfarbe ändern, wenn wir das denn wollten. Standardgemäß habe ich jetzt hier Mitas mit Standardreifen mit drin. Das Ganze gibt es als Breitreifen und als Zwillingsbereifung ebenso, wenn ihr das wollt. Na, da steht euch die Auswahl zur Verfügung. Wir haben auch Trelleborg Standard. Wir haben eine Rasenbereifung, also zwischen Standard und Rasenbereifung. Und ihr seht hier auch nochmal die Farbpalette zur Auswahl. Schöner Motorsound auf jeden Fall. Ihr seht, wir haben das Tagvorlicht, was da vorne angeht. Das Ganze sieht so in der Nacht aus. Ne, auch mal alle Lichter wieder an. Wir haben hinten vorne Arbeitslichter, das ist ja ganz klar. Blinker. Jetzt haben wir auch hier einmal die Rundumleuchte. Die haben sich jetzt aber im Vergleich zum Dings nicht großartig geändert. Wir haben aber noch Fahrzeuge mit speziellen Rundumleuchten bzw. LED-Blitzern. Das ist ganz nett. Aber ihr seht hier, das Ganze funktioniert. Wir haben hinten eine Dreipunktaufnahme mit dazu, dass wir das Ganze machen können. Wir haben hier vorne noch die Aufnahmen, sehen wir dann später gleich auch noch mit dazu. Der Innenbereich hier ist auch ganz schön gemacht. Ihr hört jetzt auch im Hintergrund das Kirchenläuten, was halt um 12 immer da passiert auf der Map. Ist aber eine andere Geschichte, ihr seht aber hier drinnen, das passt soweit auch alles. Ne? Eigentlich eine sehr schöne Übersicht, auch nach links hinaus. Ihr seht hier bei der Lenkart, die können wir umschalten zwischen Allradlenkung, die wir jetzt gerade drinnen haben. Das können wir noch umschwenken, wir können vorne das Gerät bedienen. Wie gesagt, sehen wir dann gleich noch später in Aktion bei den Geräten. Ansonsten haben wir Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hinterradlenkung, Hundegang links und Hundegang rechts mit dabei. Also eine ganze Menge. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, die Allradlenkung. Das ja, merkt man dementsprechend auch so ein bisschen. Sorry, wenn meine Fahrskills da vor Ort jetzt nicht die geilsten waren. Ich hatte einen Controller in der Hand. Das war für mich komplett ungewohnt. Deswegen nehmen wir auch erstmal ein bisschen was mit. Aber ihr seht, wir haben vorne das digitale Display, wo die kmh-Anzeige auch nochmal mit draufsteht für alle die, die halt im Innenbereich fahren. Ihr seht, die Spiegel sind sogar mal richtig eingestellt, muss man sagen. Gut, der Innenspiegel, da sieht man jetzt nicht allzu viel, aber die links und rechts sind eigentlich soweit in Ordnung. Ihr seht, der Joystick ist mit animiert, wenn wir vorwärts und wenn wir rückwärts fahren, das ist alles mit dabei. Die Pedalen natürlich auch. Das gilt aber auch für alle Fahrzeuge. Ja, muss man auch dazu sagen, für alle Fahrzeuge ist halt alles animiert. Ist halt Giants Standard, wie man so schön sagt, und es ist ganz nett. Na, ihr seht, Geschwindigkeit ist auch on point, also das funkt alles ohne Probleme. Weiter geht's mit den Lind Track 130 von Lindner, 105.500 in der Anschaffung. Wir haben 136 PS, 120 Liter Diesel, 20 Liter Blue, 50 km/h Max Speed. Wir haben drei Config-Blöcke, den Reifenhersteller, die Reifenvariante und den Frontladeranbau. Und das ist ein Traktor, auf den haben sich viele gefreut. Und ihr habt euch auch zu Recht gefreut, das werden wir nämlich gleich sehen, denn der hat schöne Rundumleuchten, könnte man sagen. Beziehungsweise ihr seht, der hat eigentlich keine Rundumleuchten, der hat nämlich diese LED-Blitzer mit drin. Das werden wir nämlich jetzt gleich sehen. Wir hören erstmal den Motorstart.
beziehungsweise erstmal die Config-Blöcke so rum. Trelleborg, Standard- und Breitbereifung. Michelin gibt es nur Breitbereifung. Nokia haben hier Kommunalbereifung. Und Frontlader ja, beziehungsweise nein. Ganz klar, Farbvariante seht ihr hier. Habt ihr einige mit zur Auswahl. Ebenso was die Felgenfarben angeht, da gibt es nochmal eine größere Palette. Motorsound. Ja, schöne Hupe, das Ganze schauen wir uns jetzt hier bei Nacht an. Ihr seht, wir haben unten das Tagfahrlicht damit integriert, dann normales, ne, Fahrtlicht, vorderes Arbeitslicht, wir haben die Blinker. Und jetzt machen wir hier die Rundumleuchten an und das sind solche Blitzer. Habe ich so in dem Falle bei Traktoren jetzt auch noch nicht gesehen, jedenfalls nicht standardgemäß. Aber der hat das Ganze, das ist hinten integriert. Ihr seht auch oben, das Bremslicht ist so als eine Linie durchgeführt, ne, die so ein bisschen nach unten wegkippt. Aber halt alles mittlerweile, korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege, LED-Technik, ne? Das ist natürlich auch jetzt bei den Landmaschinenherstellern schon, denke ich mal, länger angekommen. Hier sehen wir jetzt nochmal ein bisschen die Nahaufnahme von den Blitzern oder von den Rundumleuchten in dem Falle. Das sieht wirklich schon sehr schick aus. Ne? Und ich weiß, ihr steht auf sowas oder viele stehen auf sowas. Deswegen, ja, ihr habt euch zu Recht auf diesen Traktor gefreut, muss man wirklich sagen. Der Rest haut natürlich soweit auch mit hin. Muss man klassischerweise sagen, wir fahren jetzt nämlich gleich mal hier los und ne, da seht ihr, das funktioniert hier soweit auch alles ohne Probleme. Ihr seht hinten die Räder, die gehen beim Lenken da momentan auch noch ein bisschen mit, ne, je nachdem welche Kurve man das sieht. Hier mal im Innenbereich sieht das Ganze so aus, wir haben vorne ein Tacho, auch digital, der funktioniert, ist alles halt animiert, klassischer Fall. Die Spiegel sind auch gut eingestellt, wie ihr seht, also man kann hinten wirklich mal auch was raussehen, für alle die gerne in der Kabine mit drin spielen. Hier einmal das Bremslicht, wie gesagt, geht auch oben an, wenn man halt einfach bremst, und das sieht schon wirklich sehr, sehr sick aus, muss man sagen. Auch hier inne haben wir eigentlich einen guten Überblick über alles, Hebel sind mit animiert. Na, und Überblick ist eigentlich on, was da ist. Hier gehe ich gerade nochmal ein bisschen durch. Alles knackig scharf, was die Texturen mit angeht. Wie gesagt, ich hoffe, es kommt auf YouTube so rüber. Aber YouTube macht es halt auch immer mal ein bisschen schlechter. Aber das ist halt wirklich, ja, scheint Standardqualität. Und die ist eigentlich soweit okay. Ich denke mal, das bewegt sich zwischen den Standard LS und den Class DLC. Was da ungefähr die Texturqualität angeht. Wenn ich das jetzt nochmal aus dem FF mir so ranhole. So, dann schauen wir uns dann auch gleich hier das nächste Fahrzeug an. Das ist wieder ein Rigitrack SKH 150. 116.000 in der Anschaffung. Wir haben 150 PS, 150 Liter Diesel, 38 Liter AdBlue, 40 km/h Max Speed. Auch hier wieder drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Frontladeranbau. Wir können die Hauptfarbe aber auch noch ändern, wenn wir das wollen. 5.916 Euro kostet uns der ganze Spaß im Leasing. Wir haben Trelleborg Reifen mit der Reifenvariante Standard und Zwillingsbereifung vorne und hinten. Bei Michelin ist das gleiche mit in Grün. Mitas auch hier Standard und Zwillingsbereifung. Also haben wir auch dabei. Und Nokia haben wir Standardbereifung. Frontladeranbau hier im klassischen Sinne ja und nein. Farbvariation ist wieder mit dabei. Motorstart. Hupe ist hier mal ganz interessant. In der Nacht sieht das Ganze so aus, der hat in dem Falle keine Tagfahrlichter, aber auch hier, wenn man alle Lichter in dem Sinne so anschmeißt, ihr seht, da ist auch genug Helligkeit mit dabei. Der hat wiederum noch die normalen Rundumleuchten, das ist im ganz klassischen Sinne hier, aber ihr seht, das funktioniert soweit. Das sieht auch schick aus, gerade hier hinten, obwohl wir hinten bei den runden Bremslichtern und Blinkern, glaube auch LED-Technik haben. Das sind halt diese ganzen kleinen Punkte. Bei den Warntafeln haben wir oben drüber vorne hinaus Arbeitslicht, hinten hinaus nochmal solche Abstandsleuchten. So sieht der Innenbereich in dem Sinne hier aus. Das ist auch ganz schick. Wundert euch nicht jedes Mal, wenn ich in-game gehe, dass die Kirchenglocken da rumbimmeln. Ist halt immer 12 Uhr gewesen. Auch hier vorne digitales Tacho mit dabei. Ne? Also das funkt soweit alles. Und auch hier Hundegang links, rechts, Allradlenkung und Vorderradlenkung, was wir da zuschalten können. Das ging bei sehr, sehr vielen Traktoren, muss ich sagen. Interessant, muss man dazu sagen. Aber gut, wenn das halt so eine Realität ist, ist es halt so. Wir fahren hier ein Stückchen, ihr hört den Motorsound. Ja.
ist soweit okay, wüsste ich jetzt auch nicht, was man da großartig dagegen sagen sollte. Geschwindigkeit ist soweit auch ganz, ganz angenehm, das passt soweit. Ihr seht das Ganze. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Innenbereich angucken, ne, das lügt auch. Der Joystick, der jetzt hier ist, der bewegt sich momentan nicht. Das kann mit dem Frontladeranbau dann noch mit animiert sein. Hatte ich leider vor Ort keinen zur Verfügung. Deswegen hier jetzt in dem Sinne ohne. Aber ich fahre immer mal ein bisschen vor, zurück die Straße hierher. Aber ihr seht, das funktioniert soweit alles. Schauen wir uns dann also mal den nächsten an. Und das ist die Abi CC66. Das ist dieser Rasenmäher. 14.050 in der Anschaffung, 18 PS Leistung, 25 Liter Diesel, 9 km/h Maxspeed, 2 Meter Arbeitsbreite, ein Config-Block und zwar die Reifenvariante. Und viele hatten ja am Anfang gesagt, ja, das gibt es ja schon als Mod. Richtig, aber ihr werdet gleich sehen, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Aber erstmal zum Thema Reifenvariante. Wir haben hier die Breitreifen, wir haben hier die Stachelwalze und die Stachelwalze breit. Das sieht mal maximal gefährlich aus, aber okay, ist halt so. Und ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, habe das Ganze für euch gemacht. Motorsound köstlich, das passt soweit. Und ihr seht ja, wir haben die Spielerfigur hinten mit dran. Und die ist in dem Falle komplett animiert, aber wir sehen es gleich. Wir haben eine Innenansicht, da können wir uns die ganzen Hebel und Co. hier mit genauer anschauen. Das funktioniert soweit auch alles, ne, ohne Probleme. Und jetzt fahre ich das Ding runter und ihr seht, die Spielerfigur ist animiert. Das war im Trailer nicht irgendwie CGI oder so, sondern nein, die läuft wirklich. Und wir haben beim rückwärtsfahrenden Sound, wir haben beim vorwärtsfahrenden Sound, ne, und wir können unterschiedlich schnell laufen, die Animationen laufen unterschiedlich schnell ab. Ich kann das Ganze senken und anheben. Ihr seht, da gehen die Hebel mit, die Figur bewegt sich dementsprechend da auch mit. Das ist alles mit dabei. Wenn ich das Ganze jetzt einschalte, geht der Hebel nach vorne. Vorne, das Sägeblatt, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, das fängt an mit Arbeiten und ihr seht, wir laufen jetzt hier mit maximal 9 km/h, das ist ein bisschen zügig, Giants überlegt momentan noch, ob sie das noch etwas weiter runterstellen, die Geschwindigkeit, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu zügig ist und ihr seht, wir können damit den Rasen mähen und der Schwad bleibt natürlich an Ort und Stelle mit liegen. Ich habe gleich nochmal einen Fokus auf die Bewegungsanimation mit gemacht. Aber ich wollte euch erstmal das zeigen, dass das Ganze funktioniert, auch die Arbeitsbreite eingesetzt wird. Und jetzt habe ich hier mal die Animation einfach mal durchlaufen lassen mit zwischen 1 und 9 km/h. Und ihr seht, gut, bei 1 km/h ist das noch ein bisschen zittrig, aber sobald das Ganze halt schneller wird und schneller, desto flüssiger bewegt sich dann die Spielefigur auch. Und das hat halt wirklich alles Hand und Fuß. Das sieht jetzt nicht komisch aus oder irgendwie klitschi-mitschi oder so. Das sieht halt wirklich gut aus und auch die einzelnen Motorsoundstufen halt wirklich schön. Ich lasse es einfach mal für euch laufen. Also es sieht halt wirklich gut aus und da sieht man halt auch nochmal den Unterschied zwischen den Mods, die es dafür gibt und halt dieses Gerät hier im DLC. Ist halt wirklich nochmal eine andere Welt. Jetzt kommen wir zu den Lindner Unitrack 122 L Drive. Ja, der kostet 153.000 in der Anschaffung, hat 122 PS Leistung, 100 Liter Diesel, 40 km/h Maxspeed, 3 Config-Blöcke, Konfiguration, Reifenhersteller und Reifenvariante. Der Unitrack kennt ihr ja, ne, da kann man hinten dementsprechende Anbauteile mit draufbauen. Die schauen wir uns alle nachher auch gleich noch mit an. 7.803 Euro sind hier die Leasingkosten und auch wirklich hier ein sehr schönes Fahrzeug, wo ich auch gleich eine Indoor- bzw. allgemeine Motorstartaufnahme gemacht habe. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Config-Blöcke an. Wir haben bei der Konfiguration Standard- oder Fronthydraulik, sprich wir können vorne eine 3-Punkt-Aufnahme nehmen. Wir haben Midas- und Trelleborg-Bereifung. Bei Midas haben wir Standard-Zwillingsbereifung und Breitreifen. Bei Trelleborg dann das gleiche in Grün. Wir können das Ganze noch einfärben zwischen Rot und Orange. Motorsound hört sich eigentlich soweit ganz angenehm an. Auch die Hupe muss man lassen. In der Nacht haben wir auch einen sehr guten, ja, eine sehr gute Beleuchtung, beziehungsweise hier alles mit dabei. Die Blinker haben wir sogar hier in den Spiegel mit integriert. Sprich, wir haben vorne 2, in den Spiegel 2, oben 2. Ja, also genug Blinker sind auf jeden Fall mit vorhanden. Da kann man sich weniger beschweren. Und jetzt nochmal hier hinten auch LED-Blitzer mit eingebaut. Da hinten im Heckbereich
auch noch eine Möglichkeit, einen Anhänger mit ranzunehmen. Aber auch hier haben wir nochmal die Blitzer, hinten die beiden Arbeitsleuchten mit dazu. Also auch das sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Obwohl mich die Blitzer am Anfang ein bisschen desorientiert haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das funktioniert hier soweit. Kommen wir jetzt mal zu den Geräten. Da haben wir den Pöttinger Servo 25. Das ist ein Flug, ne, für 14.000 Euro in der Anschaffung. 85 PS empfohlene Leistung, 1,2 Meter Arbeitsbreite bei 12 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, und das Ganze ist ein Flug. Ich hatte erst gedacht, okay, sieht ein bisschen klein aus. Ist der irgendwie zusammengeklappt oder so? Aber nee, das Ding ist halt wirklich so. Sieht, also so wie es aussieht, so funktioniert das Ganze auch. Den habe ich dann mal an den Traktor hier gleich mit dran gehangen. Und da seht ihr einmal das Ganze hier zum Drehen. Dann geht einmal nach links und einmal nach rechts, ist ja ganz klar. Ja. Und ansonsten ist das halt ein Flug. Ne? Sprich, ihr fahrt aufs Feld und könnt damit pflügen. Ihr könnt auch neue Felder zulassen, also neue Felder erstellen zulassen. Das ist die Standardoption. Ansonsten macht der Flug jetzt in dem Falle nichts anders, was andere Flüge auch nicht machen. Ne? Ihr könnt damit halt einfach fliegen. Eine relativ simple Geschichte. Schauen wir uns da mal das nächste Gerät an, und zwar der Pöttinger Grubber, ein Skin oder Synchro, wenn es so ausgesprochen wird, 3020 für 7.500, 90 PS empfohlene Leistung, 3 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Ist ein standardgemäßer Grubber, habe ich jetzt euch auch mal Gameplay-Material davon ausgelassen, weil anhängen, runterlassen und dann wird der ganze Spaß gegrubbert, ist halt eine simple Geschichte. Das Ganze machen wir jetzt auch gleich hier beim nächsten Gerät, das ist nämlich der Pöttinger Terradist 3001, ist eine Scheibenegge, also in der Kategorie Scheibenegge mit einkategorisiert, 95 PS, 3 Meter Arbeitsbreite, 17 km/h, für 16.000 Euro in der Anschaffung, beziehungsweise 816 im Leasing. Da habe ich jetzt auch mal das Gameplay-Material ausgelassen, weil auch eine Scheibenegge, ja, hängt es dran, zack, grober Zustand, ihr wisst Bescheid. Und hier haben wir die Pöttinger Lion 303 plus Aerosem 3002. Saatmaschine, 1250 Liter Volumen, 220 PS empfohlene Leistung, 3 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h, für 40.000 in der Anschaffung, 2040 im Leasing. Hier habe ich jetzt auch mal auf Gameplay verzichtet, weil ist eine Saatmaschine, funktioniert wie eine Saatmaschine. Hier haben wir jetzt den ersten Anbauteil für den Unitruck mit dabei, und zwar den Mistral 3400 SR. 3400 Liter Volumen, 12 Meter Arbeitsbreite bei 17 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit für 20.000 Euro in der Anschaffung bzw. 1020 im Leasing. Da fahrt ihr mit eurem Unitruck hinten rein. Ne, kurbel das Ganze an und dann habt ihr das hinten an den Lindner Unitruck halt mit dran. Das Gerät hat noch eine interessante Besonderheit, denn wir können mit der Maustaste das Ganze steuern, sehen wir jetzt aber auch hier im Gameplay. Das Ganze ist jetzt einmal aufgefüllt und ne, so sieht das Ganze halt aus, schick schön. Leider hatten wir keine Möglichkeit, also solche Mistverkauf- und Verkaufspunkte, so wie ich das bei meiner Mod-Vorstellung habe. Deswegen konnte ich jetzt leider nur mit denen arbeiten, was uns Giants in den Safe-Game-Stand da mitgegeben hat. Aber das sieht soweit alles ganz gut aus. Ihr seht, maximale Kapazität ist auch mit eingefüllt. Mit der Taste X klappen wir jetzt hier den ganzen Spaß aus. Zack. Und dann können wir in dem Falle arbeiten. Ne? Und ihr seht, das läuft. Der wirft halt im Endeffekt hier zu der Seite. Also immer nur zu einer Seite. In dem Falle Fahrerseite links. Und mit der linken Maustaste haben wir dann noch die Möglichkeit, den Winkel zu ändern. Das werde ich jetzt dementsprechend auch gleich machen. Und da seht ihr dann, dass sich dann der Radius, beziehungsweise, ja doch, der Radius, ich glaube, nennt man Radius in dem Falle, etwas mit verändert. Ihr seht auch die Arbeitsgeschwindigkeit, 17 km/h, ist recht ordentlich. Und wenn ich jetzt hier sehe, jetzt gehe ich mit der Maustaste ein bisschen höher, ne, dann geht das ein bisschen weiter nach links. Wenn ich es weiter nicht mache, geht es halt hier hin. Ne, ihr seht, ist zwar minimal, ne, aber da könnt ihr das Ganze noch ein bisschen steuern, was eine relativ nette Geschichte ist. Aber ihr seht auch hier, es ist halt relativ schnell verbraucht. Der zweite Aufbau hier ist der Agrar ADF 3200. Das ist der Gülleaufbau für den Unitruck. Kostet 20.000 Euro, 3200 Liter, 10 Meter standardgemäß mit dem Setup. Arbeitsbreite bei 17 km/h, maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Ihr seht hier einen Config-Block, und zwar die Verteiltechnik. Wir haben hier Prall-Teller mit dran. Das Ganze lässt sich noch ummulchen zum Schleppschlauch. Da haben wir dann nur noch 8 Meter Arbeitsbreite. Und wir haben noch eine dritte Option mit dazu, den Schwenkverteiler, dann haben wir noch 5 Meter, aber mit dem Schwenkverteiler könnt ihr dann mit der Maustaste das Ganze auch schwenken.
Weiter geht's hier zum Sepp Künzel F240. Das ist ein Mähbalken, der vorne dran geht. 40 PS empfohlene Leistung, 2,4 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h für 12.000. Das habe ich hier mal an einem Gerät hier mit dran gemacht. Und ihr seht das Ganze auch, ne? Ich kann das hier zum Beispiel an den Gerät verschieben. Gut, das hat jetzt nichts mit dem Mähwerk selber zu tun. Aber ihr haut es dran, schaltet es an und es mäht. Ne? Das ist soweit so klar. Das macht halt ein Mähwerk nur einfach mal so an sich. Ihr seht, die Arbeitsbreite funktioniert soweit. 22 km/h ist auch eine recht ordentliche Geschwindigkeit. Da kann man sich weniger beschweren. Das ist natürlich nicht der einzige Mähbalken. Wir haben hier noch den Pöttinger Nova Alpin 261 mit 45 PS empfohlen, 2,6 Metern und 22 km/h für 12.000 Euro. Dazu kommt dann noch ein weiterer Pöttinger, und zwar der Pöttinger oder das Pöttinger Novacat 301 Alpha Moniton mit 60 PS empfohlener Leistung, 3,1 Meter und auch 22 km/h für 16.000 Euro in der Anschaffung bzw. 816 mit im Leasing. Und für, oder sagen wir mal, wenn es Frontmähbalken gibt, gibt es natürlich auch Heckmähbalken. Haben wir in dem Fall hier auch mit drinne, und zwar das Pöttinger Nova Disc 812, 90 PS, 8,1 Meter, 22 km/h, maximale Geschwindigkeit 28.500, in der Anschaffung 1.453 im Leasing. Ich habe jetzt mal diese zwei Kombinationen, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, also der Vorgänger, und das jetzt hier, habe ich jetzt dann auch mal in Gameplay mit aufgenommen. Aber ihr könnt es euch ja sicherlich schon denken, es sind Mähwerke. Das heißt, einmal mit X aufklappen hier, einmal vorne. Ne, sieht dann dementsprechend so aus, Verbindungen und Co. Das passt soweit alles. Einmal hinten aufklappen. Hier ist vielleicht noch eine Besonderheit, der stoppt kurz vorm Ende. Ihr seht es gleich. Blapp, und klappt dann das Ganze hier halt so auf. Ansonsten anschalten. Ist natürlich auch alles animiert, wie man hier unten wunderschön erkennen kann. Und dann einfach absenken lassen. Ne, vorne anschalten. Ne, beziehungsweise erstmal fettfingern. Ja, Controller sei Dank. Ne, da runterlassen. Und dann dementsprechend losfahren. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, ist es halt alles wie gehabt. Ne? Also wir haben auch keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten hier. Irgendwie Schwad oder nicht Schwad oder so. Das habe ich jetzt extra geschaut. Ne, das ist halt alles standardgemäß. Und damit können wir halt stinknormal einfach fahren. Ihr seht, die Arbeitsbreite wird dementsprechend auch vollkommen ausgenutzt, ohne irgendwelche Probleme. Und die 22 km/h werden auch damit eingehalten. Sind halt Mähwerke. Ne? Jetzt haben wir einen relativ langen Abschnitt hier mit den Pöttinger Alpin Hit 4.4H. Das ist ein Heuwender bzw. ein Zetter, ne, für 7.000 in der Anschaffung, 30 PS empfohlene Leistung. Dann haben wir hier den Pöttinger Hit 8.9T, ne, der hat 60 PS, 8,9 Meter Arbeitsbreite mit 23.000 Euro Anschaffungskosten. Also sind halt Heuwender, habe ich jetzt mal Gameplay ausgelassen, jeder weiß, wie Heuwender funktionieren. Ne, dann haben wir hier den SIP Favorite 254, das ist jetzt schon ein Schwader, 20 PS, empfohlene Leistung, 2,5 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h Max Speed für 5.000. Hier haben wir noch einen Config-Block, hier können wir nämlich die Marken umschalten, entweder wir nehmen den SIP oder SIP Favorite 254 oder den Sepp Künzel Vario. Ist der gleiche Aufbau, ihr seht halt gerade eben, ist halt nur ein anderes Design, kennen wir ja aus den Querneland und Vicon DLC. Weiter geht's mit den nächsten Schwader hier, das ist der SIP R300F Alp mit 100 PS empfohlene Leistung, 3,5 Meter Arbeitsbreite, 20 km/h Max Speed für 15.000 Euro. Und da habe ich auch gleich Gameplay noch für euch. Dann haben wir hier den Pöttinger Top 342, 35 PS Leistung, 3,4 Meter Arbeitsbreite, 18 km/h für 5.900. Man sieht schon von den Arbeitsbreiten her, ne, es geht halt wirklich sehr gemütlich zu. Und dann hier noch den Pöttinger 612C. Mit 50 PS empfohlener Leistung, 5,9 Meter Arbeitsbreite und 18 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 18,5. Und hier noch Auswahl zwischen Reifenvariante Standard oder Breitreifen. Ja, das ist mit dabei. Hier mal Gameplay von den einen Pöttinger. Den kennen wir aber auch schon aus dem Trailer. Ne, ihr seht, das Ganze wird aufgeklappt. Die Schwadstäbe, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne, die werden dann reingeklickt, ansonsten halt runterlassen, losfahren. Und das gute Ding schwadert. Geht wunderschön an diesen kleinen Oldtimer hier mit dazu. Ihr seht das Ganze. Ne, ist halt alles relativ niedlich, sage ich mal.
Ne? Aber das soll ja auch das Alpine DLC vermitteln. Ne? Kleine Maschinen und viel Graswirtschaft vor allen Dingen. Hier mal B-Roll-Material von Giant selber mit den ganz, ganz kleinen Schwader hier, der da vorne mit rankommt. Das ist natürlich eine gewisse Frickelarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ihr seht, ich habe es jetzt nicht aufgenommen. Ihr seht, das Ganze wird aufgenommen und wird dann halt nach drüben transportiert. Und hier noch der andere Schwader, der vorne hier die Aufnahme hat. Auch hier mit Hundegang rechts, ne, könnt ihr das Ganze wirklich so handhaben, wie ihr halt wollt. Also ihr könnt da schon eine Wissenschaft im Endeffekt draus machen. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert. Das ist jetzt aber, wie gesagt, Material von Giants. Das habe ich nicht selber aufgenommen. Kommen aber mal wieder im Allgemeinen zu den selber aufgenommenen. Und zwar hier den Swiss Elite S31. Das ist nämlich ein Ladewagenaufsatz für den Unitruck. 12.000 Liter Ladevolumen, 70 PS, 20 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 21,5. Das habe ich selber mal genommen. Da habe ich mal kurz auf dem Hang hier gemäht und dann hier hinten abgelassen. Dann einfach B zum Anschalten. Und dann bin ich jetzt einfach mal ohne Schwad oder sonst was einfach mal hier drüber gefahren. Und ihr seht, das Ganze funktioniert auch mit 20 km/h. Wird auch ohne Probleme aufgenommen. Hinten der Pickup, nenne ich es jetzt hier, ne, der bewegt sich auch. Der ist in dem Falle dynamisch und nicht einfach nur starr. Animationen sind natürlich überall mit vorhanden. Und hier das Abkippen ist auch so simpel, wie ihr es euch vorstellen könnt. Ne? Einmal hier ran, aufmachen, zack, und dann fließt das hier hinten raus. Schöne Sache, glitscht auch aktuell nicht wirklich viel rum, passt soweit. Es gibt natürlich auch genug Ladewagen, Pöttinger Boss Alpine 251, 16.100 Ladevolumen, 6 PS, 20 km/h für 30,5. Der Pöttinger Euroboss 330 DT mit 20.500, 90 PS für 45.000 Euro. Und hier noch der Pöttinger Faro 4010D mit 26.000 Litern und 130 PS. Empfohlene Leistung, zwei Config-Blöcke. Da noch mit dazu. Ich habe jetzt einfach mal hier den Euroboss genommen. Die Ladewägen funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Ne? Pickup runterlassen, anschalten und einsammeln. Ne, habe ich jetzt mal nicht so viel Gameplay in der Richtung hier mit aufgenommen, denn jeder von euch weiß, wie ein Ladewagen halt funktioniert. Das sind wir uns, denke ich, mal einig. Hier haben wir noch die Ballenpressen, Pöttinger Impress 125F Pro, 4000 Liter Pressvolumen, 120 PS empfohlene Leistung bei 20 km/h. Das ist eine klassische Rundballenpresse und die Pöttinger Impress 125F C Pro ist auch eine Rundballenpresse, 160 PS empfohlene Leistung, drei Config-Blöcke, Reifenhersteller, Reifenvariante und Wicklerausführung. Und die ist halt eine Press-Wickel-Kombination. Bei Wicklerausführung haben wir einmal noch den Ballenumleger. Ne, den habe ich jetzt hier nicht mit dran, dass die Ballen dann halt umgekippt werden. Ihr seht, ich arbeite hier. Ihr müsst aber natürlich immer anhalten. Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, bin weitergefahren. Das hat keine Vorpresskammer oder so. Ne? Also wenn es fertig ist, geht der Ballen raus. Ihr müsst kurz warten. Dann wird er hinten gewickelt. Dann könnt ihr weiterfahren. Und sobald der Wickelprozess beendet ist, ne, wird das Ganze hier abgeschnitten. Und dann könnt ihr mit der Taste Z den Ballen halt auswerfen. Wenn wir dann noch den Kipper hinten dran hätten, dann würde der Ballen dann zack auf der Seite liegen. Hier haben wir noch den Lindner, die Lindner Plattform, ist auch noch für den Unitrack gedacht. Gibt es einmal als 2000 Liter Kipper-Variante oder als Kipper mit 3-Punkt-Aufnahme hinten dran oder reine 3-Punkt-Aufnahme. Dann ist da oben drauf nämlich gar nichts. Könnt ihr noch in diversen Farben mit einfärben, beziehungsweise in Rot und Orange. Hier haben wir den Böckmann MHAL 43035. Ist ein stinknormaler Transportwagen. Da könnt ihr zum Beispiel den Rasenmäher mal draufhauen und hier noch die Elektroladestation ist, by the way, unter platzierbare Objekte und diverses zu finden. Das ist halt die Ladestation für den Elektrotraktor. Ihr fahrt, habe ich leider kein Gameplay davon, ihr fahrt einfach an die Ladestation ran, da macht's piep, also dann piept's und dann seht ihr im F1-Menü, wie viel jetzt schon aufgeladen ist und wie lange er noch aufladen muss. Simple Geschichte. Ja, und das sollte es im Endeffekt gewesen sein von dieser kleinen DLC-Vorstellung, was Fahrzeuge und Geräte mit angeht. Ich hoffe, es war nicht zu schnell und zu hektisch. Wie gesagt, ich muss es halt nachsynchronisieren. Ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, euch das alles zu zeigen. Laut Giants sind das, was wir jetzt alles gesehen haben, ich hoffe, ich habe nichts vergessen, auch alles der vollständige Inhalt. Vielleicht kommt noch die ein oder andere kleine Überraschung, aber das ist so der vollständige Inhalt. Zwar immer noch eine Preview, wenn es Fehler gibt, wird halt noch ausgemerzt. Aber so wird das Alpine DLC im Groben sein.
Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare hier mit rein. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bestellt das DLC gerne vor. Link dafür ist in der Videobeschreibung. Ja, und ich kann mich nur bedanken bei euch fürs Zusehen und auch, dass ihr das Ganze hier möglich macht, dass wir ihr das Ganze auf Kornhub vorstellen konnten. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Tschüssi, Kowski.